Ja, herzlich willkommen. Andreas Schulze, mein Name. Ich arbeite bei der DATEV in Nürnberg. Wir sind eine Genossenschaft da, die für Steuerberater RZ-Dienstleistungen und Software und Schulungen anbietet. Ich arbeite bei der DATEV im Bereich Internet Service Providing. Wir bieten ein Produkt DATEV.net an, welches für unsere Genossenschaftsmitglieder einen gesicherten Internetzugang herstellt. Und im Rahmen dessen bin ich als Postmaster tätig. Heute soll es um Verschlüsselung gehen, TLS. Wietze hat schon mal ein paar Vorlagen geliefert. Ich möchte ganz kurz mal den Unterschied zum Browser aufzeigen, ein bisschen was über allgemein Kryptographie erzählen. Und ein Hauptfokus ist in meinem Vortrag, wie organisiere ich überhaupt diese ganzen Zertifikate, um die sinnvoll zu managen und zu administrieren. Ohne dass man da immer wieder durcheinander kommt. Am Ende gibt es noch einen kleinen Einblick in TLS mit Postfix und einen Blick über den Tellerrand. Ja, TLS kennt man hauptsächlich aus dem Browserbereich. Da sagt man HTTPS im Browser und will gesichert kommunizieren. Das heißt, eine der Grundannahmen im Browser ist, erstmal das Zertifikat prüfen. Wenn das nicht geht, dann gibt es eine ganz hässliche Fehlermeldung im Browser und der User sagt, ist mir egal, mach trotzdem. Sehr unschöne Sache, wie wir die Browserbenutzer an der Stelle erzogen haben über die letzten Jahre. Wenn halt dieser DNS-Name, den man da in der Browser-URL eintippt, nicht mit dem Zertifikatsnamen übereinstimmt, dann ist gleich alles ganz böse. Es gibt im HTTP Mechanismen, die diese Verschlüsselung auch erzwingen, also ein Fallback auf Plaintext explizit unterbinden mit dem HSTS-RFC. Soll das verbunden werden? Das ist einfach so ein HTML-Header, den man setzen kann. Es gibt Plugins für Browser, die halt auch HTTPS erzwingen, wenn bekannt ist, dass die Seite HTTPS eingegeben hat, auch wenn der Browser nur, wenn der User nur Plaintext angesagt hat. Und wir haben im Bereich halt des Browsers diese Problematiken mit den Zertifizierungsinstanten, die man teilweise nicht immer aussprechen kann. Üblicherweise kommen da türkische oder chinesische CAs mit ins Spiel. Denen vertraut ein Browser halt einfach blind. Das ist genau eines der großen Probleme, die im Browserbereich existieren. Beim Mailtransport ist es ein wenig anders. Mailtransport ist grundsätzlich im Klartext ausgerichtet und TLS im MTA will erst einmal hauptsächlich Klartextübertragung von E-Mail-Daten vermeiden. Das ist so die Grundintention. Das heißt, wir haben einfach nur einen Kryptotunnel, der ein passives Mitlesen von Daten vermindern soll durch eine externe dritte Partei, die irgendwo an einem zentralen Knoten mitlauscht. Das nennt man, das ist quasi zum einen dieser passive Schutz vor Data Leakage. Optional ist dann später die Validierung von X509-Zertifikaten. Wo ich dann wieder diese Trust-Chains entsprechend prüfen kann und damit auch eine gesicherte Aussage habe, wer ist denn mein Kommunikationspartner, mit wem unterhalte ich mich an der Stelle überhaupt? Und das wird dann nachher im Postfix-Sinne mit aktiver Sicherheit beschäftigt. Das ist so eine Geschichte, die habe ich im letzten Jahr von Victor gelernt, dass man da an der Stelle einfach erstmal zwei grundsätzliche Annahmen unterscheiden muss. Einfache nur Verschlüsselung, passive Sicherheit gegen Mithören und aktive Sicherheit, indem ich eine validierte Zertifikatskette habe. Oder jetzt neuerdings halt über den abgesichert eine Authentisierung der Gegenstellen. Aktive Sicherheit. Ja, Krypto allgemein. Verschlüsselung bedeutet das Austauschen von geheimen Informationen in der Öffentlichkeit. Normalerweise passiert das in zwei Schritten. Ich habe zum einen einen Austausch eines temporären Sitzungsschlüssels, mit dem ich dann symmetrisch meine Nutzdaten verschlüssele. Das heißt, ich habe einen Schlüsseltausch, ich habe Hash-Funktionen, die beim TLS eine Rolle spielen und ich habe hinterher symmetrische Verschlüsselung von Nutzdaten. Zum Schlüsseltausch gibt es eigentlich nur ein Verfahren, das ich vor 35 Jahren Diffie und Hellman ausgedacht haben.
was damals von der Firma RSA irgendwann implementiert wurde, wohl in dem Grundgedanken, Diffie-Hellman-Schwachstellen zu finden. Das ist denen nicht gelungen und darum haben sie es patentiert und das RSA-Verfahren entwickelt. Unterschied zwischen diesen beiden Implementierungen des gleichen Mechanismus ist, beim RSA-Verfahren, wie wir es bisher kannten, wird aufgrund der privaten Schlüssel, die ja beide Seiten über diese X509-Zertifikate kennen, ein Zufallszahl erzeugt und diese Zufallszahl für den privaten Schlüssel des anderen verschlüsselt, damit übertragen und ist damit der Gegenstelle bekannt. Diffie-Hellman geht einen anderen Ansatz. Und zwar ist Diffie-Hellman eine Methode, um diesen temporären Sitzungsschlüssel zu berechnen, auf beiden Seiten selbstständig, ohne dass dieses gemeinsame Secret einmal übertragen werden muss. Das heißt, zwei Leute machen irgendwie Krypto-Voodoo, einigen sich auf 42 und ohne dass diese 42 irgendwann über die Leitung ging. Das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen diesen beiden Implementierungen. Und dass RSA an der Stelle eine Schwachstelle hat, wissen wir seitdem irgendwie, geheime Schlüssel abhanden gekommen sind. Wenn das nämlich passiert, kann ich eine mitgeschnittene Kommunikation auch im Nachhinein dechiffrieren. Das ist bei Diffie-Hellman-Schlüsseltausch grundsätzlich ausgeschlossen. Das ist das Charmante an diesem Diffie-Hellman-Mechanismus. Ich habe beim Blättern in Unterlagen festgestellt, dass der Lutz Jenicke, glaube ich, heißt er, der die TLS-Implementierung vor 10 Jahren im Postfix gebaut hat, schon vor 10 Jahren darauf hingewiesen hat, auch hier auf seiner Heinlein-Konferenz, steht auch in den Unterlagen drin. Irgendwie hat das keiner richtig wahrgenommen, auch ich nicht. Fand das jetzt amüsant beim Durchsehen und Vorbereiten des Vortrages, dass sowas tatsächlich schon auch wirklich bekannt war. Eine Lektion, die man daraus lernt, ja, nachdenken, was man tut. Unterlagen lesen, das ist niemals verkehrt. Die Hash-Algorithmen sind im Wesentlichen Funktionen zum Reduzieren von Daten. Das heißt, ich nehme irgendwie eine lange Zahlenkette, wende da einen Algorithmus drauf an und kriege dann so ein Fingerprint heraus. Dafür gibt es unterschiedliche Mechanismen, MD4, MD5, SHA-1, SHA-2 und SHA-3, was die Nachfolger vom SHA-1 sind. MD4 und MD5 sind wohl auch von den RSA-Autoren irgendwie erdacht worden. Haben mittlerweile ja irgendwelche Schwachstellen auf Kryptobasis. Na gut. Zur symmetrischen Verschlüsselung hinten dran, wenn dann so ein Session Key ausgetauscht wurde zwischen beiden Kommunikationspartnern, gibt es einmal Blockverschlüsselung. Das heißt, ich habe feste Blöcke, die immer weiter verschlüsselt werden. Oder ich habe eine Stromverschlüsselung. Einziger Stromverschlüsseler, der mir bekannt geworden ist, ist RC4. Ist aufgrund dessen, dass er anders arbeitet als die Blockverschlüsseler, wohl brutal schnell und deshalb immer noch implementiert und gerne genommen. Blockverschlüsselungen habe ich hier aufgelistet. Die brauchen noch so eine Art Betriebsmodi. Das habe ich jetzt hier mal aufgelistet, um einfach auch die verschiedenen Begriffe mal einzusortieren. Gibt da so ein ECB, CBC, also Chain Block Cipher und ein Chain Following Blocks. Das ist irgendwie ISO-normiert. Will man gar nicht wissen, warum, aber einfach, dass man die Begriffe mal hat, mit denen man hier umgehen will. Die ganzen Block-Cipher findet man in so einer Liste, das Kommando habe ich hier aufgelistet, OpenSSL-Ciphers-V. Dort findet man das alles wieder und wenn man sich diese Ausgaben anguckt, sieht man auch wieder die entsprechenden Algorithmen, die ich hier nannte, für die Hashing-Verfahren und für die Stromverschlüsselung hinten dran. Das Ganze ist über die Manpage ordentlich beschrieben. Bei OpenSSL auf der Webseite gibt es auch eine schöne Auflistung, wie die alle zusammenhängen, wie die alle heißen. Ähnliches bei GNU-TLS und anderen TLS-Implementierungen. Die habe ich immer aufgelistet. Da gibt es bei Wikipedia eine schöne Übersicht. Es gibt halt tatsächlich mehr als OpenSSL und GNU-TLS. Aber die sind nicht so bekannt, diese Implementierungen. Teilweise sind das keine Open-Source-Implementierungen. Da kann man sich aber mal einen schönen Überblick verschaffen, wo man eigentlich in der Landschaft steht. Die ganzen Kombinationen zwischen dem Schlüsseltausch-Algorithmus, zwischen dem Hash-Algorithmus und den Ciphers sind in sogenannten Cipher-Suiten zusammengefasst.
Und diese Suiten sind von der IETF auch standardisiert. Allerdings ist diese Standardisierung wohl nach OpenSSL irgendwie entstanden. Deswegen benutzen die da teilweise noch andere Namen, die aber irgendwie nur ähnlich sind. Ja, viele von den Algorithmen will man heute eigentlich gar nicht mehr verwenden, weil sie als kryptografisch schwach gelten. Leider gibt es noch diese Realität. Das heißt, wenn man mit der Welt kommunizieren will, muss man diese Algorithmen noch anbieten. Ja, mal eine Aussage. RC4 MD5 ist eigentlich heutzutage keine Verschlüsselung mehr. Wer sowas noch anbietet und wirklich sagt, ich mache, das ist Augenwischerei. RC4 ist seit Jahren als gebrochen gelten. Man vermutet, dass das mittlerweile in Echtzeit dechiffriert wird. Das heißt, man kann RC4-Verschlüsselung heute als Klartextverschlüsselung oder als Klartext betrachten. Fällt damit für eine ernsthafte Verschlüsselung schon mal raus. MD5 als Hash-Verfahren, da gibt es schon seit mehreren Jahren irgendwie immer wieder Kryptologen, die sagen, habe ich Bauchschmerzen mit. Mindestens seit 2012 weiß man, dass es wirklich nicht so cool ist, weil es gelungen ist, tatsächlich Microsoft-Zertifikate mit falschen MD5-Prüfsummen nachzubauen und damit quasi solche Zertifikatsketten auszuhebeln. Auch zu SAA1 ist schon seit mehr als fast 10 Jahren von Bruce Schneider irgendwie der Aussage, SAA1, da gibt es möglicherweise Kollisionen. Auch das ist heutzutage nicht mehr State of the Art. Der Digital Signation Standard wurde irgendwann von den Amerikanern, vom NIST entwickelt, um als Nachfolger von diesem RSA-Verschlüsselungsverfahren allgemein standardisiert zu sein. Wie man heute weiß, ist halt so ein Standard, der von der US-Regierung kommt, vertrauenswürdig oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Dann gibt es noch gerade im Bereich AES in den letzten Monaten so einen Golar-Counter-Mode. Der findet bei Google ganz gerne Verwendung, ist eine Optimierung für eine AES-Verschlüsselung, die aber wohl angeblich nur in Hardware wirklich sauber implementiert werden kann. Wer verschlüsselt ausschließlich in Hardware? Oh, doch so viel. Ja, das sind alles so Sachen, wo man wirklich die Verschlüsselungsalgorithmen auch kritisch betrachten kann und dann für sich selber entscheidet, was habe ich für ein Schutzbedürfnis, was will ich tun. Ja, zum Hauptteil, Organisation von Zertifikaten. Wir kommen alle nicht um X509-Zertifikate umhin. Bestandteil eines solchen Zertifikats sind eigentlich einige Grundaussagen. Die Zertifikate haben einen Gültigkeitszeitraum. Ab wann sind sie gültig, bis wann sind die gültig? Das heißt, wenn man mit Zertifikaten arbeitet, will man irgendwie auch eine ordentliche Systemzeit auf seinen PCs, auf seinen Servern haben. Das heißt, NTP ist da eigentlich irgendwann Pflicht, ist aber heute eigentlich aus meiner Sicht auch keine große Rolle mehr. Zertifikate haben einen sogenannten Aussteller, immer eine Root-CA. Eventuell sind da noch Zwischen-CAs dabei, wo man dann mehr Geld bezahlen kann, wo man eine stärkere Authentisierung, eine Identifizierung des Antragstellers des Zertifikates hat. Und sie liegen in verschiedenen Formen vor. Das sind so die Punkte, die generell zu X509-Zertifikaten wichtig sind. In dem gesamten Mail-Umfeld finden immer nur Zertifikate in diesem PEM-Format irgendwie Verwendung. Das ist also ein sehr dankbares Format, wo der Zertifikatsinhalt einfach Base64 kodiert in so einem Wrapper ist. Wenn man irgendwie ein Zertifikat mit einem Editor aufmacht und da kommt ein Binärkram entgegen, dann weiß man, man hat das falsche Format in der Hand. Man muss es vorher irgendwie konvertieren, um es irgendwie benutzen zu können. Weniger wichtig bei den ganzen Zertifikaten ist aus unserer Sicht, für welche Anwendung will ich denn dieses Zertifikat nehmen? Ist es für einen Mail-Server, ist es für einen IMAP-Server? Ist es für einen Webserver? Das ist eigentlich für ein Zertifikat spielt das eine untergeordnete Rolle. Ich habe den Namen für den Dienst, der im Zertifikat im Distinguished Name verankert ist, und das ist der wichtige Punkt. Bei so einer Root-CA habe ich halt einen X509 Subject, das heißt, worum geht es?
Beim normalen Zertifikat ist es der DNS-Name des Hostes, bei einer Root-CA ist es der Name der Root. Ich habe den Issuer. Bei einer Root-CA entspricht dieser Issuer gerade dem Subject, also Issuer ist Subject und noch ein entsprechendes Feld unten dran. Jawohl, ich bin eine CA. Das identifiziert eine Root-CA. Im Wesentlichen nur die Aussage, ich bin ich. Dem kann man jetzt trauen oder nicht. Ja. Die 150 habe ich gerade gesehen, hat der Vize noch mal deutlich nach oben geschaufelt. Zwischen 150 und 300 Zertifikaten, die man so in einem üblichen Trust so findet, ist heutzutage alles möglich. Und von der Grundannahme einer Root-CA sind das halt 150 bis 300 externe Identitäten, denen man Vertrauen ausspricht. Das ist eine Tatsache, der man sich einfach bewusst sein muss, wenn man so mit Root-CAs arbeitet. Die Zwischen-CAs sind dann halt untergeordnete CAs, die halt nochmal irgendwie eine spezielle Authentisierung, dieser Antragsformularwesen irgendwie besser gemacht haben, die dann von einer eigenen CA ausgestellt werden. Es ist einfach, dass die CAs unterschiedlichen Service-Level bieten können. Wenn ich so eine Zwischen-CA mit in meiner Zertifikatskette drin habe, muss diese Zwischen-CA dem Client bekannt sein, denn ansonsten hat er keine Chance, irgendwie diese Zertifikatsketten zu prüfen. Das heißt, vom Grundgedanken her, wenn ich ein Serverzertifikat bereitstelle, muss ich auch alle weiteren Zwischen-CAs der potenziellen Gegenstelle bekannt machen, wenn ich irgendwie erwarten will, dass die Gegenstelle meine Zertifikatskette validieren soll, bis zu einer Root-CA, der die Gegenstelle eventuell vertraut. Wenn man sich die verschiedenen Dokumentationen, How-Tos, Mailinglisten, Beiträge anguckt und es um SSL geht, dann sieht man meistens irgendwie so Codebeispiele oder Konfigurationsbeispiele, wo die Leute schreiben, ja, wie legen sie denn ihre Zertifikatsdateien ab? Und da sind mir so verschiedene Sachen aufgefallen. Entweder heißt das Ding Server-CRT oder Neu-2, Neu-2-45. Zertifikat. Es gibt da eigentlich kein einheitliches Ablageschema. Teilweise geht das Zertifikat halt mit in das Anwendungsverzeichnis mit rein, mal geht es dahin. Also es obliegt jedem Administrator selber nach seinem Gefühl, wo er in welcher Form, mit welchen Dateinamen Zertifikatsinhalte in irgendwelchen Dateien ablegt und wie er die benennt. Das ist ein Punkt, der für mich irgendwann extrem unübersichtlich wurde, weshalb ich mir ein eigenes Schema für eine Datenablage überlegt habe. Und diese Ablage dann auch mit einem kleinen Makefile quasi so aktionsgestützt oder aktionsorientiert unterstützen kann. Wir legen bei uns grundsätzlich Zertifikate unter etc/SSL ab und danach erzeugen wir Unterverzeichnisse, die auf den Zertifikatsgegenstand kommen. Das heißt, ich habe einen Distinguished Name für irgendeinen Serverdienst und dieser Serverdienst als FQDN geht erstmal als Verzeichnisname mit in die Dateiablage ein. Danach gibt es in so einem Unterverzeichnis, der dann serverspezifisch oder dienstespezifisch ist, immer verschiedene Klassen von Zertifikatsarten. Ich habe einmal das Zertifikat selber, ich habe eine ausstellende Root-CA, ich habe einen Private Key, möglichst in einer eigenen Datei. Und eventuell irgendwelche Zwischen-CA-Dateien, Intermediates. Um das halbwegs transparent zu machen, werden die eigentlichen Dateien nach so einem Schema hier unten abgelegt. Und diese Daten da oben, diese Namen, werden dann als Symlinks erzeugt. Das hat den Vorteil, dass ich aus den Anwendungen heraus später wiederum immer die gleichen Namen wieder benutzen kann. Und das hat sich als sehr vorteilhaft herausgestellt. Innerhalb der eigentlichen Dateinamen wird dann immer symbolisiert, um welchen Distinguished Name geht es, wie ist der FQDN des Dienstes, was ist das für ein X509-Datenblock, ist es ein Zertifikat, Keyfile oder ein Intermediate. Und dieses Datum spielt noch mit rein, als Startdatum oder als Enddatum, je nachdem. Ja. Das heißt, mein eigentliches Zertifikat für einen MX-Server heißt dann mxsample.org-cert-2014-0909.
Und das wird verlinkt auf eine cert.pm. Das gleiche für einen Key. Den Key möglichst in einem separaten Verzeichnis. Dafür gibt es im SSL gleich dieses Private-Verzeichnis. Das ist eigentlich bei einer Standardinstallation gleich vorhanden. Hat auch schon mal die entsprechenden Rechte. Und die Keys kann man dann auch meistens auf Read-Only setzen, für Root lesbar und für niemanden sonst. Ist halt immer noch Sicherheit des privaten Schlüssels auf Dateisystemrechte-Ebene. Die meisten Implementierungen bis auf Dovecat unterstützen aber heute keine passwortgeschützten privaten Schlüsseldateien. Da ist Dovecat meines Wissens die Ausnahme. Ich lasse mich gerne berichtigen. Es gibt dann noch eine Root und ein Intermediate und ein entsprechendes Makefile. Das Ganze habe ich hier auf einer entsprechenden URL mal zusammengetragen. Kann sich ja jeder gerne angucken und wenn es gefällt, auch gerne benutzen. Die Ablage in so einem Verzeichnis nach einem FQDN hat dann den Vorteil, dass ich für einzelne Dienste natürlich immer wieder diese vertrauenswürdigen CAs, die ich als Client oder als Server akzeptieren möchte, separat auflisten kann in einem eigenen Unterverzeichnis. Das habe ich dann Trusted CAs genannt. Dort lege ich einfach meine vertrauenswürdigen CAs, gegen die ich validieren möchte, mit rein. Auch wieder als Symlinks. Und übers Makefile gesteuert kann ich dann noch so eine TrustedCAs.pem erzeugen, wo quasi einmal alle CA-Dateien aneinander gebappt werden und als eine Datei wieder vorliegen. Ja. Über das Makefile kann ich bei mir auch die diese Trusted Roots bis in die Postfix Change Root reinkopieren. Und dort gibt es ja auch wieder die Möglichkeit, dass ich im Postfix entweder alle CAs im Stück ansage oder aber, dass ich ihm ein Verzeichnis ansage, in dem dann diese entsprechenden Hash-Dateien drin liegen. Diese beiden Ausprägungen werden hier unterstützt. Wo diese eigentliche Change Root CA oder wo diese Change Root ist, die der Postfix nachher braucht, wenn er denn Change Root läuft, das kann man da in so einem File einfach mit ansagen und dann wird das vom Makefile ausgewertet. Vorteil an der Geschichte, ich kann dann in der Postfix-Konfiguration das CA-File oder den CA-Pass einfach immer in so einer Nomenklatur angeben, die für mich relativ lesbar ist. Das ist das. Um euch das Ganze mal zu zeigen, habe ich das mal exemplarisch durchexerziert. Wir wollen für einen Host, der da lsexample.org heißt, mal ein Zertifikat erzeugen. Als erstes definiere ich eine Umgebungsvariable FQDN und ich gebe einen Startzeitpunkt an, das wäre in dem Falle mal heute. Man erzeugt ein entsprechendes Unterverzeichnis basierend auf dem FQDN, erstellt als erstes eine OpenSSL.cnf, das ist so eine Steuerdatei fürs OpenSSL, mit der man sich später die ganzen verschiedenen Fragen, die so ein SSL standardmäßig stellen will, wenn man ein Zertifikat baut, schon mal mit Antworten vordefinieren kann. Das ist, wenn man so eine Zertifikatssteuerdatei erstellt, relativ einfach, weil dann nur noch eine Frage kommt, die man einfach mit Enter quittieren kann. Als nächstes muss man einen sogenannten Zertifikatsrequest erstellen. Das ist also das, wo man seinen eigenen Schlüssel mit seiner eigenen Identitätsinformation zusammenbandelt und das quasi als Eingabe für die Zertifizierungsinstanz benutzt. Die Schlüssel müssen möglichst ohne Passwort abgelegt werden. Das ist dieser NoDes-Parameter. Als Hashing-Algorithmus für das Zertifikat bietet sich standardmäßig SHA-1 an. Neuere CAs unterstützen auch SHA-256. Geschmackssache. Ja. Von der Schlüsselgröße her wählen wir standardmäßig 4K große Keys. Das stört nicht. Und ist laut den gängigen Meinungen heutzutage, auch vom BSI bestätigt, noch für die nächsten Jahre eine RSA-Schlüsselgröße, die durchaus als brauchbar gilt. Das Kommando, wie hier abgebildet, erzeugt dann eigenen Schlüssel, den privaten Teil. Der wird dann gleich in der entsprechenden Datei abgelegt. Hinterher mit den Rechten auf Root beschränkt. Man gibt diese Konfigurationsdatei an, die hier oben kurz erzeugt wurde, mit der nur noch der Common Name letztlich bestätigt werden muss. Und am Ende fällt hier hinten eine Request-Datei raus, die dann auch wieder im aktuellen Verzeichnis mitliegt und halt eine entsprechende Semantik im Namen hat. Das heißt, über diesen Mechanismus hat man quasi alle,
alle Dateien, die zu diesem einen Zertifikatsfall dazugehören, auch in der Historie alles in einem Ordner drin. Das finde ich persönlich sehr charmant. Nachdem der Schlüssel da oben in dem privaten Verzeichnis erzeugt wurde, setze ich noch einen SIM-Link mit in das eigentliche FQDN-Verzeichnis wieder rein, damit ich aus Anwendungssicht wieder immer nur auf das gleiche Verzeichnis zugreife. Funktioniert bei fast allen gängigen Applikationen. Ich glaube, LDAP ist eine Ausnahme. Dann fällt am Ende so ein Zertifikatsrequest raus. Der muss halt irgendwie in dieser Form aussehen. Wenn man was anderes in der Hand hat, gehe auf Start und fange nochmal neu an. Mit diesem Datenblock geht man dann zu einer CA, liefert den Datenblock und ein bisschen Geld ab und bekommt letztlich ein Zertifikat unterschrieben zurück, womit die Zertifizierungsinstanz bestätigt, dass diese Namen mir gehören. Das ist so die Grundintention von CAs. Aus diesem Zertifikat extrahiere ich als erstes das Enddatum raus mit so einem Kommando. Das ist also irgendwas bis 12. Mai 2016 gültig. Das setze ich mir wieder in so eine Environment-Variable und kann die fortan verwenden, um meine Daten wieder ordentlich sauber zu benamsen. Das Zertifikat, was man dann von der CA bekommt, wird dann unter FQDN-Cert, in diesem Falle jetzt Enddate.pem, gespeichert und dann wieder in Symlink gesetzt auf den ganz banalen Namen cert.pm. Dann kann ich mir die Root-CA, die ich natürlich irgendwie kennen muss, weil ich bin ja der Kunde der Root-CA, mit in das Verzeichnis mit reinlinken, eventuelle Zwischenzertifikate kann man auch mit reinlinken, alles als symbolische Links. Wenn man jetzt mehrere Zwischen-CAs hat, dann muss man die vorher manuell aufarbeiten, um das da mit einzupacken. Also korrekt wäre eigentlich Intermediates in der Mehrzahl. Den Fall hatten wir bei uns jetzt noch nicht, deswegen ist das immer Singular. Genau, dann habe ich dieses Makefile, das ich mit in das Verzeichnis mit reinlinke. Quelle ist hier mit angegeben. Und dann kann ich ein Make machen, dann baut mir dieses Makefile aus den verschiedenen Standardnamen, die ich vorher definiert habe, weitere Dateien zusammen. Es wird unter anderem diese Trusted CA-Verzeichnis genommen, wird daraus ein Trusted CAs.pem gemacht. Ich kann mir einen DIN-Record ausgeben lassen, wenn ich die entsprechenden Tools dafür auf dem Hostsystem installiert habe. In dem Falle basiert das auf dem LDNS, also auf den Dateien vom Unbound. Ja, das ist so eine Geschichte, die hat uns in den letzten Jahren ziemlich viel Übersicht gebracht über die Zertifikate. Und jetzt möchten wir mal gucken, wie man das Ganze in Postfix verwendet. Postfix als SMTP-Client arbeitet quasi wie ein Browser. Baut eine Verbindung zu einem externen Ziel auf, kriegt eventuell angesagt, oh, ich könnte TLS sprechen und versucht bei Bedarf opportunistisch die TLS-Verbindung zu nutzen. Als Postfix-Client, als SMTP-Client, brauche ich dazu nicht mal selber ein Zertifikat, genauso wie ich im Browser nicht unbedingt ein Zertifikat brauche, wenn ich auf irgendeine SSL-Webseite gehe. Ich habe kein Client-Zertifikat, das zwingend notwendig ist. Ich muss die Verschlüsselung einfach nur einschalten mit dem genannten Kommando. In diesem Falle tritt der eigene SMTP-Server gegenüber dem externen Server anonym auf, weil er sich nicht ausweisen kann. Genauso wie im Browser-Mode. Ja. Wenn man Client-Zertifikate benutzen möchte, wenn man selber eins hat für seinen SMTP-Server, dann kann man für den SMTP-Client auch ein eigenes Zertifikat benutzen. Das sollte dann sinnvollerweise auf den Hostnamen ausgestellt sein, den man dann beim Aufbauen der Verbindung als IP-Adresse und DNS-Namen benutzt. Brauche ich ein Zertifikat, eventuell wieder alle Zwischenzertifikate und einen entsprechenden Schlüssel. Und genau da kommt schon diese Makefile-Steuerung mit rein. Wir definieren immer ein Zertifikat und alle Intermediate-Zertifikate. Das ist das, was ein Client zwingend an einen Server übergeben muss, damit der Server überhaupt eine Chance hat, diese Zertifikatsketten zu validieren. Deshalb legen wir das immer in einer Datei cert plus intermediate.pem ab. Und das wird dann automatisch auch von dem Makefile gesteuert aktuell gehalten, wenn ich dann das Ganze aufrufe. Wenn der Postfix SMTP Client quasi diese Parameter mit konfiguriert bekommen hat, kann er sich gegenüber dem SMTP Server authentisieren.
Damit weiß der Server letztlich, wer man ist. Zumindest hat er die Chance, das zu validieren auf X509-Weg. Ob man daran dann irgendwelche Berechtigungen am Server hat, ist eine ganz andere Geschichte. Das obliegt rein dem Server. Das heißt, alles, was man tun kann, ist, sich in die Landschaft zu stellen und zu sagen, ich bin der Andreas und hier ist mein Zertifikat. Ob einem das hilft, ist eine andere Geschichte. Postfix als SMTP-Server für annehmende Verbindungen brauche ich zwingend ein Zertifikat. Irgendwo in der Doku steht auch eine Sonderlösung drin, dass Postfix-Server zu Postfix-Client wohl auch ohne Zertifikaten konfigurierbar ist. Esoterik. Die Kommandos, um ein Serverzertifikat hier anzugeben in der Konfiguration, sehen dann wieder ziemlich identisch aus. Ich habe ein SMTPD, das ist immer die schöne Unterscheidung zwischen Client und Server. Aber auch da wieder eine relativ sprechende Bezeichnung für die Dateipfade, die es auch im Nachhinein beim Durchsehen von Konfigurationsdateien relativ sichtbar macht, worum es geht. Ja, das finde ich den charmantesten Vorteil gegenüber einer etc postfix.pem. Da weiß man nicht, was habe ich da in der Hand. Das war eigentlich der initiale Grund, warum ich das so strukturiert habe. Aus Sicht des Servers, der jetzt eine TLS-Verbindung bekommt, ist der Client entweder anonym, wenn er kein Client-Zertifikat präsentieren kann, oder aber er bleibt anonym, wenn ich ihn gar nicht danach frage. Das muss ich nämlich als Postfix-Server explizit tun. Hallo, du willst mit mir TLS reden, hast du vielleicht ein Client-Zertifikat für mich, damit ich eventuell prüfen kann, wer du bist? Das ist ein optionaler Gedanke, der dahinter steckt, wird über dieses SMTPD TLS ASCII-Zert gesteuert. In der Dokumentation schreibt Wietze, dass man diese Option auf einem MX-Server möglichst nicht aktivieren soll. Ich habe allerdings bei mir noch keinerlei Probleme damit bemerkt. Wir betreiben seit Jahren unsere SMTP-Server auf dem MX mit der Option, frage den Client nach einem Client-Zertifikat. Wenn er eins hat, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Vorteil der Geschichte ist, das Logging wird einfach ein bisschen schöner. Ja, es gibt einen Haken. Und zwar, wenn die Benutzer normalerweise nur mit Passwort authentisieren, werden sie manchmal vom Thunderbird etwas verwirrt, wenn sie ein anderes Zertifikat ja. in ihrem Thunderbird drücken. Ja. Zum Beispiel ein Crit-KA-Zertifikat, genau. irgendwelche Scherze oder CA-Root und dann fragt er immer nach dem Zertifikat. Das ist ein wichtiger Punkt, aber an der Stelle muss man genau unterscheiden zwischen einem SMTP-Server, der als MX arbeitet und einem SMTP-Server, den ich im Submission-Mode betreibe, wo ich für meine eigenen zahlenden Kunden, für meine eigenes Klientel irgendwelche Dienste bereitstellen will. Wenn man diese beiden Betriebsmodi unterscheidet, kann man an der Stelle dann noch wiederum steuern, welchen Modus man nimmt und welche Policy man auf dem SMTP-Server fährt. Das ist richtig, jawohl. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum grundsätzlich in der Doku von Postfix empfohlen ist, auf Client-Zertifikatsanfragen zu verzichten. Ja, ich sagte schon, TLS im Mailing-Bereich unterscheidet sich an einigen Stellen stark vom HTTP, vom Grundgedanken her. Postfix unterscheidet optionale und verpflichtende Verschlüsselung. Ich kann also tatsächlich an einem MX-Server eine optionale Verschlüsselung anbieten. Wenn die Gegenstelle Verschlüsselung nicht mag, nicht kann, nicht soll, nicht darf, dann ist auch gut. Das hindert nichts an der Mailübertragung. Ich kann auf der anderen Seite sehr wohl einen Submission-Port einrichten, auf dem ich ganz klar eine Policy vorgebe, hier wird verschlüsselt kommuniziert und sonst nicht. Gerade wenn ich dann hinterher eine Passwort-Authentisierung des Benutzers habe, dann will ich eine Authentisierung erzwingen. Aus diesem Grunde, für diese beiden Modi, verpflichtend oder optional, gibt es unterschiedliche Schalter in Postfix. Das sind einmal ganz normale TLS-Ciphers beispielsweise oder Mandatory-Ciphers. Mandatory-Ciphers greift immer an der Stelle, wo ich im Postfix denke, eine Verschlüsselung erzwinge. Wie man das dann zum Beispiel über diese TLS-Security-Maps oder diese Policy-Maps macht. Die Grundeinstellungen von Postfix spiegeln diesen Sicherheitsgedanken auch schon wieder.
Wobei der normalen Verschlüsselung sogenannte Export-Grade-Ciphers erfordert wären, während bei verpflichtender Verschlüsselung schon Medium-Grade-Cipher-Suiten konfiguriert sind, wo halt beispielsweise RC2 nicht mehr stattfinden darf. RC2 ist keine Verschlüsselung mehr oder ist kein Hash-Verfahren mehr. Das sind von der Sache her unterschiedliche Sicherheitsstufen, die ich im Postfix definieren kann und die dann auf abstrakter Ebene unterschiedliche Security-Level definieren. Ich kann auch unterschiedliche Protokollversionen erzwingen. Auch da sind die Unterschiede schon sichtbar, wobei das unten wohl kein Default ist. Das ist wohl eher der Wunsch des Administrators. Exclude Ciphers haben wir mal bei uns verschlossen. Ich hatte es vorhin gesagt, RC4, MD5 ist keine Verschlüsselung mehr. Deswegen haben wir das generell deaktiviert seit September, Oktober letzten Jahres. Haben wir mal irgendwann Ballon steigen lassen und gesagt, okay, wir wollen am MX-Server auf RC4 und MD5 komplett verzichten. Das geht mit diesen Kommandos und es geht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, ganz wenige SMTP-Server im Internet, die heutzutage noch nur noch bei uns einliefern können, weil sie bloß RC4, MD5 unterstützen. Das ist die Ausnahme, ganz geringe Ausnahme. Wenn ich jetzt in den Bereich gehe, dass ich Verschlüsselung erzwinge, zum Beispiel an einem Submission-Host, dann kann ich dort weitere Cypher-Suiten explizit deaktivieren. Die Cypher-Suiten, die sowieso schon deaktiviert sind, die sind damit implizit auch schon mit deaktiviert. Das heißt, das ist so ein additives Verfahren, was da im Postfix intern stattfindet. Auf die niedrige Verschlüsselungsstufe kommt halt nochmal ein Exclude von weiteren Verschlüsselungsalgorithmen hinzu. Für den Diffie-Hellman-Schlüsseltausch ist standardmäßig ein 1024-Bit Diffie-Hellman-Key in den meisten Anwendungen hinterlegt. Die kommen meistens vordefiniert mit, sind teilweise im Source-Code mit hardcodiert. Man kann sie als eigene Datei auch selber erzeugen. Man muss die auch nicht alle Nase lang durchrotieren, diese Diffie-Hellman-Keys. Was hat sich bei uns bewährt, dass man die alle paar Monate einfach mal austauscht über einen Cronjob, der das einfach mal zyklisch macht. Geht mit so einem Kommando, was hier aufgezeigt ist. Auch da muss man wieder aufpassen, wenn ich Submission-Clients habe, wie ältere Thunderbirds oder Outlook 2003, die kommen mit sowas unter Umständen nicht klar. Da scheitert dann die TLS-Aushandlung. Wenn ich das am Submission-Port erzwinge, dann ist die nächste Aktion des geneigten Users der Griff zum Telefon. Das will man vermeiden. Da muss man ein bisschen experimentieren. So, wieso geht jetzt hier gerade der Strom aus? Ja, ist eigentlich. Also das sieht jetzt schlecht aus. Hilfe, Strom. Ja, 20%. Ja, es kommt nichts aus der Steckdose raus, offensichtlich. Da hinten ist das irgendwie komisch. Das sieht hässlich aus. Ja, sieht besser aus. Gut. Ja, zum Trust. Vertrauensstatus. Eines der Grundfesten vom X509 sind diese Trustketten. Ich habe Zertifikate, die belegen, dass ich bin. Letztlich bindet man einen öffentlichen Schlüssel an so eine Identität und bestätigt diese Kombination zwischen dem privaten Schlüssel, den man nur möglichst selber hat, und den entsprechenden Identitätsinformationen über eine externe Instanz. Dadurch wird diese Identität überprüfbar und das macht sich der Postfix-SMTP-Server und Client zunutze, um dann entsprechend zu sagen, jawohl, ich habe die Gegenstelle mit X509 identifiziert. Das Ganze geht in zwei Ausprägungen, indem ich dem Client entweder einen Zertifikatspfad angebe oder ein Zertifikatspfeil. In der Pfeilform habe ich quasi alle vertrauenswürdigen CAs zusammengepappt und eine große Datei angegeben. Bei dem Pfad habe ich die einzelnen Dateien untereinander und entsprechende Hashes basierend auf
oder Symlinks basierend auf den Zertifikats-Hashen. Wenn man das macht, dann hat man zwei Vorteile. Ich habe eine Trusted TLS-Connection im Log eventuell und ich habe einen Received-Header, so ich den dann einschalte im Postfix, der mir sagt, die Mail wurde empfangen von dem Remote-MTA, hast du nicht gesehen, und ich habe diese Verbindung verifiziert mit dieser entsprechenden CA. Das sind eigentlich erstmal nur die beiden Vorteile, die ich von der Überprüfung der Trustketten habe. Erst im Submission-Fall kann ich dann noch eine Autorisierung, also ein entsprechendes Recht an sowas ranbinden, nämlich zu sagen, dieser Client hat sich mit dieser CA oder mit einem Zertifikat identifiziert, welches von einer bestimmten CA ausgestellt wurde. Und ich erlaube damit implizit dem Client, meinen Dienst zum Relayen ins Internet zu benutzen. Das ist dann der dritte Vorteil, der dann nachher noch mit reinspielt. Also beim SMTP-Client habe ich die Gegenstelle identifiziert. Das heißt, ich bin mir sicher, dass ich meine Mail bei web.de reingekippt habe und nicht irgendwo bei irgendjemand anderem, weil irgendjemand IP-Spoofing gemacht hat. Und auf der Serverseite habe ich eine eindeutige Identifizierung, wer war gerade die Gegenstelle. Das sind die Aussagen, die man aus diesen Trustketten ableiten kann. Der SMTP-Client bekommt dieses Zertifikat implizit immer frei Haus, weil der konnektiert sich zu einem Server, der standardmäßig so ein Zertifikat ausliefern muss. Der SMTP-Server muss halt danach fragen und kann im Zweifelsfalle auch leer ausgehen. In dem Falle habe ich dann einen anonymen Client. In beiden Fällen brauche ich so eine Liste von vertrauenswürdigen CAs. Genau. Das ist die vertrauenswürdigen CAs kann man innerhalb vom OpenSSL, wie ich das schon erwähnt habe, in zwei Formen übergeben, darstellen. Ich kann einmal alle Dateien separat in einem Verzeichnis erzeugen. Das sieht dann so aus, ich habe hier irgendwie einen Pfad zu einem Verzeichnis, da liegen PEM-Dateien drin. Die muss ich mit einem OpenSSL-Kommando C-Rehash Pfadname einmal hashen und dann erzeugt der hier so symbolische Links, die auf solche Hash-Dateien zeigen. Das ist immer schön zu sehen, welche Form von Daten hat man jetzt gerade vor sich, wenn man damit mit einem Directory-Listing mal reinguckt. Das sieht dann so aus, dass ich hier eine PEM-Datei habe und einen entsprechenden Symlink auf die PEM-Datei. Große Frage, welche von beiden Versionen soll ich denn nehmen? Man hat ja zwei zur Auswahl. Die Lösung für die Frage steht in den Postfix-Dokumentationen. Da ist ein kleiner Absatz drin. Wenn man am SMTP-Server Client-Zertifikate anfordert und man möchte diese validieren, dann gibt es innerhalb des SSL die Möglichkeit, dass der Server während der SSL-Aushandlung dem Client sagt, ich möchte gerne von dir ein Zertifikat haben und wenn es geht, könntest du mir bitte von dieser oder von jener CA ein Zertifikat präsentieren. Das ist eine Eigenschaft im SSL, dass der Server dem Client signalisieren kann, von welcher CA er gerne ein Client-Zertifikat sehen möchte. Ist heutzutage eigentlich nicht mehr so das große Nutzungsszenario, weil üblicherweise ein Client nicht über Zertifikate von mehreren CAs verfügt, sondern der hat meistens genau ein Client-Zertifikat, was er einem potenziellen Server präsentieren kann. Nachteil an der Geschichte, es gibt einen Unterschied, ob der SMTP-Server diese Liste seiner vertrauenswürdigen CAs innerhalb des SSL mit ansagt oder nicht. Üblicherweise braucht er es nicht ansagen. Dieses braucht er es nicht ansagen kann ich erzwingen, indem ich dem Postfix einen CA-Path mitgebe. Also diese Version, wo die einzelnen Dateien als separat, oder wo die CAs als einzelne Dateien vorliegen und gehasht sind.
Wenn ich dem Postfix ein CA-File mitgebe, wo alle CAs in einem großen Block zusammen drin sind, und ich habe da meinetwegen 50 CAs drin, dann ist mein TLS-Handshake extrem groß, weil die Distinguished Names der CAs innerhalb der TLS-Aushandlung übertragen werden. Das kann man sich auch wirklich angucken, wo der Unterschied ist bei einem CA-File, was ich einem SMTP-Client mitgebe oder einem SMTP-Server mitgebe, ist der TLS-Handshake einfach exorbitant groß. Man sieht das bei einigen größeren MX-Servern, glaube ich Hotmail ist da so ein Kandidat, die vertrauen prinzipiell den gesamten Microsoft Trust Store und wenn ich da eine TLS-Connection aufbaue, dann kriege ich erstmal so eine Liste von vertrauenswürdigen CAs, wo ich dann weiß, okay, aus einer von denen könnte ich mir mein Client-Zertifikat aussuchen, um das dem Hotmail-Server zu präsentieren. Ist jetzt eine Funktion, die ist nicht sonderlich hilfreich. Deswegen empfehle ich eigentlich immer, oder benutzen wir bei uns immer diese Option mit dem CA-Pass. Und um diese CA-Pass-Handling schön zu gestalten, wird das halt wieder vom Makefile mit unterstützt, weil da kann ich einfach sagen, ich habe hier eine neue Root-CA und Makefile, kopieren wir das bitte mal an die Stelle, wo der Postfix das erwartet. Ein paar andere TLS-Optionen, die im Postfix in den neueren Versionen existieren. Das ist als erstes diese TLS-Compression, die man abschalten möchte. TLS-Compression hat nichts zu tun mit der eigentlichen Datenkompression mit GZIP, wie man sie eigentlich erwarten kann und heute kennt, sondern das ist nochmal eine TLS-Erweiterung, wo der Klartext-Content, der Klartext-Content wird dann nochmal nach einem relativ eigenen Algorithmus komprimiert und erst dann wird das Ganze in die TLS-Verschlüsselung reingeschmissen. Darüber sind zumindest im HTTP-Bereich Angriffe bekannt geworden, womit man beispielsweise Cookies ausrechnen kann. Und deshalb werden TLS-Server, die diese TLS-Kompression anbieten, zum Beispiel von externen Security-Dienstleistern auch mit so einem Malus bewertet. Du unterstützt TLS-Compression, schalt das mal lieber aus. Im HTTP-Bereich ist das ganz hilfreich. Im SMTP-Bereich ist es meines Wissens eigentlich nicht nötig, aber weil halt irgendwie compliance-mäßig solche externen Dienstleister dann sagen, jo, die hat ja 37 Server und bei denen ist TLS-Compression angeschaltet, dann ja, kann man das vermeiden mit so einem einfachen Schalter. Das ist eine typische TLS-Erweiterung, die keiner braucht. Ein anderer Parameter ist dieser Preempt-Cipher-List. Während der TLS-Aushandlung bekommt ein TLS-Client vom Server angesagt, welche Verschlüsselungsmethoden, welche Cipher unterstützen wir überhaupt. Und eine der Aufgaben des TLS, der TLS-Implementierung ist dann, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und bei diesem Finden des gemeinsamen Nenners ist man jetzt halt nicht nur auf der Serverseite festgelegt, sondern man hat auch noch den Client, der dann wirklich mitzureden hat. Und wenn der Client halt entscheidet, ich möchte den schwächsten Cipher, den ich anbiete, auch benutzen, dann hat der Client da gewonnen. Das ist eine Einstellung, wenn man die nicht haben möchte, wenn man sagt, hier gilt mein Wort, dann ist Preempt Cipher List gleich Yes die richtige Einstellung. Damit wird quasi vom Server vorgegeben, welche Ciphers hier gesprochen werden. Und wenn der Client damit nicht klarkommt, dann muss er auf Klartext fallen. Es gibt bei der Prüfung von Zertifikaten auch die Möglichkeit, wenn ich Rechte an diese Zertifikate binden will, zum Beispiel ein Relaying-Recht, dass ich dann in einer Policy-Map einfach auf den Fingerprint eines Zertifikats verweise. Und dann kann ich sagen, jedes Zertifikat, was hier eine gültige Session aufbaut und was diesen Fingerprint hat, das darf relayen. An der Stelle ist standardmäßig MD5 als Hash-Algorithmus im Postfix hinterlegt. Will man eventuell auch auf SHA-1 wenigstens einstellen, um da ein paar Kollisionen zu vermeiden. Ansonsten, wenn man noch gar nichts mit TLS zu tun hatte, ist am Postfix-Client eine Option anzuschalten, die einem im Log mitschreibt, ob der Server denn überhaupt TLS anbietet. Das ist mal so für eine Bestandsaufnahme ganz nett. Ich hätte dann einen Server, mit dem könnte ich TLS sprechen,
aber ich habe noch nichts. Lieber Administrator, das ist jetzt bei 90% der Server der Fall. Mach dir mal Gedanken, ob du nicht TLS aktivieren willst. Ja, und zum Schluss gucken wir noch kurz über den Tellerrand. Wo klappt denn dieses Schema mit der Datenablage überhaupt auch noch? Dovecat ist ein schönes Beispiel. Da kann ich dann entsprechend meine Zertifikate in so einer Notation hinterlegen. Und auch das ist wieder richtig schön lesbar, wie ich finde. Im Webserverbereich klappt das ebenfalls. Ich kann im Nginx, im Apache und im Light HTTP Daemon, das sind so die gängigen Vertreter, mit denen man arbeiten möchte, auch die Zertifikate so ansagen. Und auch da sind halt die Konfigurationsdateien schön lesbar, wenn man genau sagt, worum geht es denn bei diesen Kommandos, worum geht es bei diesen Parametern. Beim Apache und beim Light HTTP Daemon muss man aufpassen, dass mein Schema nicht ganz durchzuziehen ist. Postfix, Dovecat, LDAP beispielsweise gehen davon aus, dass ich das Zertifikat und alle Zwischenzertifikate immer in einem Block zusammenschnüre. Zertifikat plus Intermediate.pem. Ein Apache will beispielsweise nur ein Zertifikat haben und die Zwischen-CA-Chain-Files in einem separaten Kommando oder in einer separaten Datei. Bei 2.4er Apache hat sich das aber meines Wissens auch schon geändert. Und Light-HTTP-Daemon, der möchte das Zertifikat und den Private Key zusammen in einem File haben. Das bedingt dann auch, dass der Private Key entsprechend hier nicht mehr nur mit 4.0.0 irgendwo im externen Verzeichnis liegen kann. Das sind so Unschönheiten, mit denen man dann an der Stelle leben muss. Selbst OpenLDAP kann man ordentlich mit TLS betreiben. Und auch da kann ich wieder entsprechende Trusted CAs mit angeben. Denn im Gegensatz zum SMTP-Zweig will OpenLDAP, wenn ich TLS-Verbindungen aufbaue, diese auch validieren. Das kann ich da aus meinem Kenntnisstand heraus heute nicht abschalten. Das ist zwingend so. Das heißt, auch da muss ich zwingend diese Trusted CAs mit angeben, wenn ich quasi als Client eine TLS-Verbindung zu einem LDAP-Server aufbauen will, dann muss mein Client-Zertifikat beim LDAP-Server bekannt sein. Ansonsten kriege ich eine deutlich nichtssagende Fehlermeldung. Ja, zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese systematische Dateiablage das TLS-Setup bei uns transparenter machen. Es ist dokumentierbar, es ist sichtbarer, weil halt die Dateinamen sprechend sind. Das ist einer der größten Vorteile dieses Systems, was ich mir da ausgedacht habe. Und ich kann beispielsweise auch skriptgesteuert die Ablaufzeiten überwachen. Wir hatten immer mal wieder so die Situation, oh, übermorgen läuft ein Zertifikat ab, müssen wir mal schnell wieder ran. Dann ist es Freitagnachmittag, wie üblich. Es gibt ein kleines Skriptel, das habe ich mal irgendwann für den Zweck geschnitzt. Das geht einfach über diese üblichen verdächtigen Dateilokationen drüber und kann dann genau ansagen, welche Zertifikate werden in absehbarer Zeit expiren. Das Ganze über einen cron.weekly aufgerufen, kriegt man einmal die Woche eine Mail. Du musst nächste Woche mal was tun. Das ist ganz hilfreich. So, damit wäre ich eigentlich schon am Ende meines Vortrages. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Kritik? Bitteschön. Ja, weil der Key kein Enddatum hat. Ja, aber wäre es nicht sinnvoller, trotzdem das Enddatum damit anzuschauen, damit man gleich sieht, welcher Key zu welchem Zertifikat. Ich kenne es im Zweifelsfall noch gar nicht, das Enddatum. Das ist der einfache Grund. Und von der Logik her habe ich einen Key, den erzeuge ich irgendwann einmal und dann kann ich den benutzen bis zum jüngsten Tag. Das ist erstmal grundsätzlich nicht verboten. Wenn ich ihn dann zusammen mit einem X509-Zertifikat benutze, dann hat dieses X509-Zertifikat ein Expire-Datum, aber der Key an sich erstmal nicht. Das ist einfach von der Sache her. Ich wollte da halt auch ein Datum drin haben. Ja. Keine negativen Auswirkungen bekannt.
Also solange der Zertifikatsname auf diesen Wildcard matcht, kriege ich zumindest eine Trusted SMTP Connection hin. Was ich dann damit mache, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber wir haben es bei uns implementiert auf der MX-Seite, um einfach ein bisschen mehr Logging zu haben. Und eine Trusted TLS Connection sieht einfach schicker aus als eine Untrusted. Und da fallen Wildcard-Zertifikate mit runter. Ja. Also gerade am MX hat das eigentlich gar keinen konkreten Wert, weil ich den Zertifikaten selber keine höheren Rechte einräume. Die haben keine andere Berechtigung dadurch. Man könnte jetzt natürlich auch noch sagen, okay, das ist ein das ist jetzt eine Mail, die kam über einen TLS-Kanal von einem vertrauenswürdigen oder von einem Partnerunternehmen rein und kann mir dann beispielsweise Spamfiltern oder Virenscanning ersparen. Das ist aber wohl eine Funktionalität, die heutzutage im Amavis noch nicht implementiert ist. Ich kann auf Domain Keys kann ich matchen, das weiß ich. Aber auf Zertifikate? Nein, ne? Ist eigentlich auch nicht sonderlich sinnvoll. Ja. Vielleicht wäre es ein Use Case. Also wir haben bei uns konkret einen Fall, wo wir Partnerunternehmen haben, mit denen wir Virensignaturen austauschen. Da wäre es durchaus sinnvoll, weil da andere Virenscanner gerne mal der Meinung sind, das ist jetzt aber komisch. In dem Kontext ist es aber irgendwie schon sinnvoll, auch dann potenziell virulenten Content zu transportieren, weil es halt Kommunikation mit dem AV-Hersteller ist. Ja. Also das wären so die Grenzbereiche, wo man jetzt auch an solche Zertifikatsketten bestimmte weitere Rechte binden kann. Aber das ist ziemlich dünn. Dann bin ich soweit durch. Klar, das ist entgegen der RFC und an dem MX-Host explizit verboten. Ach echt? Ja, ich steht. Ich habe nur mal so auf meinem privaten Server mal angefangen, um mal zu gucken, ja, wie sieht es denn bei den Gegenständen aus? Ja. Und ja, sieht düster aus, ne? Also so viel ist, also großes TLS noch gar nicht. Doch. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber wir haben Kommunikationsverhalten, was hauptsächlich gegen die großen Freemail-Provider geht. Und dort sind wir bei Google, AOL, Hotmail, Web.de, also die ganze 1 und 1, Strato, Telekom, Freenet, die können das alle. Okay, ja. Okay, bei mir aber also sowohl auf der MX-Seite als auch auf der Versandseite. Ja, okay. Wenn ich das anekdotisch ergänzen darf, bei Mailbox.org bieten wir über Secure Mailbox.org auch ja. TLS und Forst an. Und merken wir natürlich dann auch, wenn was zurückkommt. Und die großen Freemail-Provider sind gut dabei. Ich hatte am Wochenende einen Kunden, der hat gefragt, er hätte von PayPal eine Mail nicht bekommen. Und da habe ich dann in die Logs geschaut und festgestellt, PayPal macht also keinen TLS. Echt? Okay. Ah, muss man anmerken. Ich kenne da einen. Das sind dann so die Sachen, wo man den Postmaster einfach mal auf kurzem Dienstweg mal treten möchte. Ja, die kochen alle auch nur mit Wasser. Ja? Und die haben einen anderen Fokus. Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe bei mir in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, seitdem ich dieses Thema intensiver verfolge, relativ viele Gegenstellen, sowohl als Client oder auf der Serverseite, die mir ein Zertifikat präsentieren, wo ich eigentlich weiß, okay, da fehlt mir noch eine Zwischen-CA. Das heißt, die Gegenstelle müsste mir noch diese Intermediate-CA mit ausliefern, dann könnte ich die sauber validieren. Die habe ich zu großen Teilen vermisst, habe dann die Leute angeschrieben, beispielsweise die Bahn, und das hat dann irgendwie 4 Wochen gedauert und dann haben die das gefixt. Also da kann man auch wirklich einfach mal an die Postmaster mit rangehen, kann sagen, ey, ich habe da ein Problem mit euch, wie sieht es denn aus, wollen wir uns da nicht gegenseitig verbessern? Da könnt ihr da irgendwie ein bisschen runder werden an der Stelle. Und da bewegen sich die Leute auch. Also das ist so meine Erfahrung. Postmaster-Ed sollte es ja auch immer geben. Genau. Ne? In diesem Fall, schönen Dank. Werbung.